Also, heute erzähle ich wieder was über Kaninchen. Zum Beispiel das hier. Das da ist, das könnt ihr euch kaufen beim Fressnapf oder beim Dehner. Das ist so, wie heißt, nennt man das? Das ist so ein Bett für Kaninchen, dass die so sich reinkuscheln können, und die lieben Kaninchen. Es kostet auch nicht viel, kostet 5 Euro noch was. Und zum Beispiel das da, wenn ihr sowas habt oder so eine Plastikschüssel, da könnt ihr auch ein bisschen damit spielen. Das ist auch gut für Kaninchen. Könnt ihr aber irgendwas zum Knabbern. Das da ist was zum Fressen, also so Trockenfutter und Getreidezeug. Das mögen die auch am liebsten, aber sollten ja nicht so viel davon essen. Und wenn ihr keine Schüssel habt oder so, oder keine Trinkschüssel, dann tut einfach so eine Glasschüssel reintun, also in den Stall. Und dann könnt ihr das auch machen, Wasser rein. Ihr könnt auch 3 Tropfen Wasser reintun, dann können die sich nämlich abkühlen, dann können sie sich nämlich da reingehen. Ich habe nämlich gestern Fressnapf gefragt, und dann dürfen die auch da drin planschen. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn es ganz warm ist, wie heute. Dann habe ich hier noch ein bisschen Brot. Das ist auch gut für Kaninchen. Und so Streu. Den habe ich bekomme ich geschenkt vom, nennt man es, vom Schreinermax, also die, wo Schreiner machen. Und dieses Strohzeug, die bekomme ich vom Bauernhof geschenkt, weil ich mal nachfrage, aber die kennen mich ja auch. Das krieg ich die kostenlos. Und die müsst ihr einfach mal nachfragen. Vielleicht schenken die Leute dir euch auch sowas. Und da könnt ihr zum Beispiel das Brot, Heu drauf tun, dann könnt ihr nämlich da drauf fressen und so. Also das war's jetzt schon wieder. Wenn ihr noch mehr Erfahrung haben wollt, abonniert mich und schreibt einen Kommentar und fragt mich einfach was. Tschüss!